Ja, wir sind jetzt hier in der Lanzerheide in Lanz. Wir sind in der Roland Arena. Das ist eigentlich unser Heimstützpunkt im 25. WM, wo wir haben als grosses Highlight. Wir freuen uns alle auf das. Ich bin mit etwa 12 zum Biathlon gekommen. Zuerst habe ich ein Langlauf gemacht. Mit 12 habe ich angefangen zu schiessen. Dann bis 16 habe ich beides gemacht. Und ab 16 habe ich dann eigentlich voll auf Biathlon gesetzt. Im Biathlon-Team haben wir schon immer Athleten gehabt, die auch beim BAZK angestellt sind oder immer noch angestellt sind. Die Ausbildung ermöglicht uns natürlich trotzdem, die Trainingsstunden, die wir brauchen, können zu machen. Wir haben einen anderen Plan als die anderen. Bei uns ist die Ausbildung auf 4 Jahre aufgeteilt. Durch das haben wir wirklich mehr Zeit, haben den ganzen Winter eigentlich frei für den Sport und haben natürlich auch gewisse finanzielle Sicherheit, die uns das BAZK da bietet. Nebst der Unterstützung. Für das sind wir wirklich sehr dankbar, dass das so funktioniert und dass es die Möglichkeit gibt. Im 25. Findet da die WM statt. Das wird ein riesiges Event sein. Viele Leute werden erwartet, sind auch dabei, können wir uns anfangen. Wird super.